Toms Lackierwerkstatt. Hallo, Tom. Wen bemalst du denn heute? Hallo, Klein Amber. Hallo, Lilly. Wie wird Tom euch denn bemalen? Oh, als Magierin? Cool. Und du, Klein Amber? Ein Kaninchen? Was für eine tolle Idee. Womit wirst du anfangen, Tom? Ist diese lila Farbe für die Jacke der Magierin? Das sieht großartig aus. Gelbe Farbe. Ich frage mich, wofür die wohl ist. Aber natürlich für den Sternenschmuck der Magierin. Was ist denn da drin, Tom? Oh, Junge. Jetzt siehst du wirklich aus wie eine Magierin. Wofür könnte ein Magier das denn gebrauchen? Oh, ich verstehe. Es ist ein Zauberstab. Perfekt. So, das war's. Fertig. Du siehst fantastisch aus, Lilly. Jetzt wird es aber Zeit, Klein Amber anzumalen. Schön stillhalten, Klein Amber. Tom wird dich jetzt mit Farbe bemalen. Jetzt wird Tom deinen Bauch weiß anmalen. Das kitzelt, nicht wahr? Was kommt als nächstes, Tom? Bist du sicher, das sind die, die du brauchst, Tom? Die sehen schon besser aus. Sehr schön. Das dürfte auch gut passen. Du bist wirklich ein sehr süßes Kaninchen, Klein Amber. Dann lasst euch mal sehen, Leute. Mmh.
Sieht so aus, als hättest du deine ersten Zuschauer, Lilly. Zeit, ein bisschen zu zaubern. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Gut gemacht, Mädels. Tschüss, Lilly. Viel Spaß mit deinem neuen Aussehen. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Francis. Warum bist du so aufgeregt? Du fährst zu Toms Lackierwerkstatt? In welche Figur wirst du dich verwandeln? Ich soll raten? Okay, kannst du mir einen Hinweis geben? Wirst du dich etwa in Mickey Maus verwandeln? Großartig! Hallo, Tom. Bereit, Francis in Mickey Maus zu verwandeln? Hier ist er auch schon. Auf geht's! Womit fangen wir an? Sprühfarbe? Okay. Welche Farben brauchen wir? Schwarz, Rot und Gelb. Womit fängst du an, Tom? Schwarz? Okay. Sollen wir mit der gelben Farbe weitermachen? Okay, mit Rot vielleicht? Du musst deine Gabeln anheben, Francis. Das sieht genauso aus wie Mickys Hosen. Sollen wir jetzt die gelbe Farbe benutzen? Großartig. Deine Gabeln sind zu weit oben, Francis. Der Pinsel kommt da nicht dran. Könntest du sie wieder runterfahren? Perfekt. Was brauchen wir noch? Augen zu, Francis. Jetzt wirst du geschminkt. Alles klar. Viel besser. Mäuseohren? Hast du auch noch einen Schwanz für Francis, Tom? Perfekt. Noch etwas? Knöpfe? Großartige Idee. Lass sie uns erst an der linken Seite anbringen. Und jetzt die rechte Seite? Sieht so aus, als würdest du die Knöpfe mögen, Francis. Perfekt. Auf geht's nach Car City. Dort kannst du dich deinen Freunden zeigen. Hey, Francis, kannst du deinen Schwanz wie eine Maus bewegen? Tschüss, Tom. Danke dir. Wow, Francis, du siehst genau aus wie Mickey Maus. Die Sturmwolken ziehen sich über Car City zusammen. Und heute Nacht ist Halloween. Was hast du vor, Tom? Sieht so aus, als würde hier etwas Seltsames passieren. Du verwandelst Gary in Frankensteins Monster? Das ist brillant und ein bisschen furchteinflößend.
Du weißt, welches Grün du benutzen musst, Tom? Das ist richtig. Frankensteins Monster hat ein fahles Grün. Dann wollen wir ihn mal lackieren. Oh, richtig. Er braucht eine Schutzbrille. Gut erinnert. Lasst die Verwandlung beginnen. Du siehst schon fast aus wie ein Monster, Gary. Ich frage mich, was Tom sonst noch so für dich auf Lager hat. Du musst keine Angst haben, Gary. Tom bereitet nur die nächste Phase deiner Verwandlung vor. Hoffe ich jedenfalls. Was genau hast du eigentlich in diesem Topf, Tom? Magische Farbe? Das wird Spaß machen. Wow, das war ein cooler Trick. Die brauchen wir wohl für die Narben und die Stiche im Gesicht des Monsters und auch für die Schatten unter den Augen. Das sieht wirklich gruselig aus. Perfekt. Was hat Tom jetzt vor? Es sieht so aus, als würde Gary einen größeren Kopf bekommen. Genau wie Frankensteins Monster. Keine Sorge. Diese Schrauben und Muttern gehen nicht durch deinen Kopf wie bei Frankensteins Monster. Wir kleben sie einfach an. Sieht so aus, als wärst du bereit für Süßes, sonst gibt's Saures. Warte mal kurz, Gary. Tom hat noch etwas für dich. Wow, Gary, du siehst so furchteinflößend aus. Dein Kostüm ist garantiert das Beste in der ganzen Nachbarschaft. Dank Tom. Viel Spaß beim Süßigkeiten einsammeln. Karl, der Transformer-Truck. Hallo, Gary. Was ist passiert? Oh, dein Reifen ist platt. Was willst du jetzt tun? Oh, die Arbeit heute muss getan werden. Keine Sorge, Gary. Wir holen Karl den Transformer-Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Er wird dir helfen können. Großartig. Ich suche Karl. Hey, Karl. Gary, das Müllauto braucht deine Hilfe. Kommst du? Großartig. Auf geht's.
In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Karl? Oh, natürlich. Ein Müllauto. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt, Karl. Auf geht's, suchen wir Gary. Whoa. Oh. Schau, Karl. Whoa. Gary, das Müllauto wartet schon auf uns. Karl ist hier, um dir zu helfen, Gary. Na dann, auf geht's an die Arbeit. Perfekt. Zeit für den Müll in den großen Container zu wandern. Fantastisch! Großartige Arbeit, Karl. Es ist nur noch eine Tonne übrig. Du machst das super, Karl. Ja, das war's. Perfekt. Also, die Arbeit ist getan. Das hast du großartig gemacht, Karl. Vielen, vielen Dank. Ich denke, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Tschüss, Karl. Bis später. Tschüss, Gary. Die Streifenwagen. Hier ist unser Freund Matt. Er schläft noch. Warte mal kurz. Was macht dieser Pinsel denn da mit ihm? Matt verschwindet langsam. Matt, wach auf. Matt, wie gut, dass du aufgewacht bist. Du wurdest mit unsichtbarer Farbe bemalt. Ich hab's dir doch gesagt. So kannst du in Car City unmöglich Streife fahren.
Hier kommt Frank. Er wird Matt helfen können. Oh nein, Matt hat Probleme, sich bei Frank bemerkbar zu machen. Du musst etwas tun, um Franks Aufmerksamkeit zu erregen, Matt. Großartig. Jetzt weiß Frank, dass du es bist. Vorsicht, Hector. Pass auf, dass du nicht auf Matt landest. Jemand hat Matt im Schlaf mit unsichtbarer Farbe angemalt. Du hast gerade gesehen, wie Tyler der Lümmel irgendwelche Sachen mit unsichtbarer Farbe angemalt hat? Das solltet ihr Jungs euch mal besser genauer anschauen. Hector hat Tyler gesehen. Er ist außerhalb vom Spielplatz. Es ist an der Zeit, dieses ungezogene Auto festzusetzen. Da ist er ja. Frank, Matt, Hector, Tyler wieder gesichtet. Oh nein! Tyler hat dich entdeckt. Was wirst du tun, Frank? Warum verfolgst du Tyler nicht? Warte mal. Warum hat Tyler angehalten? Ich dachte, er wollte fliehen. Das war schlau. Matt hat einfach sein Warnlicht ausgemacht und seine Unsichtbarkeit genutzt, um Tyler eine Falle zu stellen. Frank sagt, er kann versuchen, die unsichtbare Farbe mit seinem Mega-Wasserstrahl zu entfernen, Matt. Matt ist wirklich froh, dass er wieder sichtbar ist. Vielen Dank, Frank. Und dir, Hector, gebührt Lob dafür, dass du Tyler entdeckt hast. Matt möchte auch dir danken, Tyler. Er hätte dich niemals fangen können, wenn du ihn nicht mit unsichtbarer Farbe bemalt hättest. Der Streich ging nach hinten los, Tyler. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.